zurück in unserer Stadt. Ja, wir nähern uns der Millionengrenze. Wir haben wieder ein Plus von 5000. Die Einwohner gehen auf die 200.000 zu. Zufrieden sind sie hoffentlich auch. Nee, es wird weniger. Wir gucken gleich mal warum. Zu viele Kriminelle, zu wenig Kunden. Mitarbeiter sterben, zu viele Kriminelle. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, zu viele Kriminelle. Wir haben aber auch fast eine Million. Kriminelle Millionen. Ja. Nein, wir werden ja was gegen tun. Wie gesagt, wir haben ja jetzt vor, nebenan noch eine kleine Stadt zu errichten. Und die liefern uns dann auch Polizeikräfte hierher. Ich warte jetzt noch kurz, bis wir hier die erste Million haben. Und ein Upgrade für unsere Villa ist verfügbar. Das habe ich völlig außer Acht gelassen. Und das wollen wir doch gleich mal in Kauf nehmen. Ich habe ja gesagt, wir gehen hier rein rum. Ein Wachposten, ganz wichtig. Weil wir haben ja zu viele Kriminelle hier. Und dann haben wir es jetzt gleich geschafft, würde ich sagen. Jetzt, wenn die nächste Stunde rum ist. Oh, 2000 fehlen, damit wir Millionäre sind. 6000 nehmen wir inzwischen ein. Die Einwohnerzahl steigt. Hier gibt es immer größere Gebäude. Hier so ein kleines Empire State Building oder Century Plaza. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ach, wir sind Millionäre. Wunderschön. Hier können wir es uns nochmal angucken. Wir haben unsere erste Million erwirtschaftet. Da können wir nämlich gleich der Stadt da drüben schön 500.000 zustecken. Polizei, Feuerwehr etc. bauen. Die uns dann hier helfen können in unserer Stadt. Ja, die Lager sind voll. Die sind ja ab und zu mal wieder voll. Das haben wir ja alles schon geklärt. Gut, wir sind Millionäre. Dann würde ich jetzt sagen, versuchen wir mal hier alle Straßen zu upgraden. Gut, das ist jetzt natürlich richtig spannend für dich, genau als Zuschauer. Aber es bleibt nicht aus in so einer Wirtschaftssimulation, ne? Ich meine, das ist ja wie, du kennst das wahrscheinlich selber, Ferienzeit. Und es wird einfach mal die ganze Stadt aufgerissen, sämtliche Straßen, du kommst nirgendwo mehr hin. Dann würde ich sagen, hier in unserer Stadt sind jetzt einfach Ferien. Uns geht's finanziell gut. Kredite haben wir auch abbezahlt. Die sind alle schon geupgradet, soweit es geht. Die hier hinten natürlich auch, die alle rot sind. Aber wir haben jetzt gar nicht so viele mit Straßenbahnen, ne? Gut, doch klar, hier unsere Hauptstraßen. Da können wir dann auch gerne eine Straßenbahn langfahren lassen. Aber ob ich dann die komplette Stadt damit verbinden kann, das weiß ich natürlich nicht. So, und ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr, das hier zu machen. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Wir kriegen immer größere Gebäude. Jetzt knacken wir gleich noch die 200.000 Marke. Ja, Polizei, weiß ich, was macht denn unsere Bildungsstufe eigentlich? Technikstufe 1 haben wir und die Bildung, naja. Gut, eine Universität wäre natürlich nicht schlecht. Da haben wir aber definitiv keinen Platz mehr für. Ich kann euch das mal zeigen. Ach nee, kann ich nicht. Die ist nicht genehmigt, weil die Bildungsabteilung in der Region fehlt. Das machen wir, wie gesagt, alles in der nächsten Stadt. Genau, das Gymnasium fehlt auch. Das haben wir. Ich gucke gerade mal, auf was wir hier jetzt noch machen können. Trümmer beseitigen. Ja, das sind jetzt alles hier nur so Spielereien, sage ich mal, weil ich will gerne halt hier finanziell abgesichert sein, dass wir da drüben relativ schnell loslegen können mit unserem Ausbau. Weil wenn ich da jetzt mal eben 500.000 rüber stecke, ich denke, das macht sich dann hier schon ein bisschen bemerkbar. Wer weiß, wann die nächste Finanzkrise kommt. Wobei ich ja sagen muss, ist doch schon schön groß geworden. Und wie man sieht, erst hat man gar kein Geld mehr, muss sich einen Kredit holen und auf einmal ist man Millionär. Was wollen wir hier noch machen? Stellen Sie ein Wahrzeichen auf. Messegelände.
Stellen Sie ein Polizeirevier auf. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir hier vielleicht so ein Messegelände errichten können. Denn soweit ich weiß, macht das noch mehr Geld. Ist das hier bei Stadien oder? Ein Messegelände. Hatten wir das nicht schon? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube nicht. Boah, ist das groß. Wo soll ich das denn noch runterkriegen? Guck dir das mal an. Das würde hier nirgendwo in meinen Raster passen. Ja, das ist das Problem. Die Leute möchten und wollen und... Aber ich kann nicht. Also, du kriegst das schon mal nicht. Ein Wahrzeichen, da können wir drüber reden. Wahrzeichen. Alle nicht genehmigt, weil uns die Tourismusabteilung fehlt. Ein Wahrzeichen haben wir leider auch für dich nicht. Und du möchtest ein Polizeirevier. Ja, so ein kleines Polizeirevier. Dann sind die Leute auch nicht mehr hier. Die motzen schon, die demonstrieren wahrscheinlich. Ja. Die Straßen sind nicht sicher, stellen wir Polizisten ein. Ich sag einfach mal ja. Hier war erstmal aber noch ein Upgrade. Das ist viel wichtiger. Denn wir müssen auch unsere Millionenvilla ausbauen. Und wie gehabt, das gute alte Feuerwerk. Und als nächstes brauchen wir unbedingt noch eine Garage für unseren Sportwagen. Hier demonstrieren die Leute auch. Da stelle ich mal eine Garage hin, dann sind es weniger Leute. Wir könnten ja mal da mal reingucken, was da so los ist. Kann man hier gucken, was sie wollen? Protestiert, protestiert. Ja, sie protestieren. Der sagt gerade, die Steuern für die obere Einkommensklasse sind zu hoch. Da meint er bestimmt die hier. Nehmen wir ein bisschen raus, verdienen wir ein bisschen weniger. Und dann kriegen wir hier vielleicht jetzt auch irgendwo eine Polizeiwache hin. Wollen die eine Wache oder ein Revier? Der will egal und der will ein Revier. Ja, das war klar. Das ist ein riesiges Gebäude, das wieder ordentlich Geld kostet. Wo haben wir denn? Hier haben wir eine Wache. Und das war's dann auch, ne? Ne, zwei haben wir schon. Da ist Polizei. Wo ist denn jetzt alles abgedeckt? Alles, wo grün ist. Dann gucken wir mal, wo ist denn die meiste Kriminalität? Ich habe eigentlich ja schon die Brennpunkte abgedeckt. Den machen wir mal gerade zu. Und dann schauen wir mal, dass wir den hier noch irgendwo unterkriegen. Hier auf Kosten einiger Bürger mal wieder, aber ich habe keinen Platz. Hier wird wieder ein Messegelände hier, das gibt's jetzt nicht. Nee, das war ja das Wahrzeichen. Ich weiß gar nicht, hätte vielleicht auch gereicht, wenn wir erstmal das andere Polizeirevier ausgebaut hätten. Oh, das bauen wir hier schön aus. Dann gibt es noch wieder ein Gebäude weniger. Gibt es noch Knast, Zentrum für Verbrechensbekämpfung. Das hilft uns vielleicht auch weiter. Können wir gleich ein paar mehr von machen. Hier noch eine obere Etage drauf. Das ist natürlich viel schöner, wenn man ein bisschen Geld hat. Klar, unser Stundenlohn geht natürlich auch runter. Aber den Leuten geht es nicht gut wegen der Kriminalität. Was? Verbrechen im Gange. 18 Verbrechen pro Tag. 15 auf freiem Fuß. Müll? Nee, Abwasser. Kläranlage. Kläranlage? Verstopfte Rohre. Kläranlage. Oh ja, das sieht nicht so gut aus. Die müssen wir ausbauen, nicht, dass die Leute krank werden. Denn das wollen wir ja nicht. Gut, da geht ein bisschen Industrie für flöten, aber was soll's. Das reicht. Oh ne, das ist ein bisschen knapp. Ich mache hier gleich noch einen. Mehr können wir dann eh nicht machen. Da müssen wir uns dann was einfallen lassen, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir wieder keine Millionen. Kann noch ein Anliegen hier. Hey, das Handeln macht ziemlich Spaß, oder? Voll abgefahrenes Handeln. Wir können eine Handelszentrale aufstellen, damit richtig ins Geschäft einsteigen.
Er ist übrigens der Meisterhändler. Oder vielleicht heißt der Auftrag so. Aber ich bin der Meinung, er ist der Meisterhändler. Bürgermeister! Mit einer Handelszentrale können wir alle möchte gern Bürgermeister zeigen, dass wir zu den großen Tieren gehören. Das hört sich ganz gut an. Das haben wir schon. Kaufen oder verkaufen Sie Ressourcen im Wert von 72.000. Ja gut, da brauche ich nur einmal Prozessoren verkaufen, dann haben wir das auch gemacht. Senkt die Umweltverschmutzung. Kampf der Luftverschmutzung. Was soll ich da jetzt machen? Wo haben wir denn eigentlich? Ach, jetzt haben wir schon wieder Minus. Wo haben wir denn Luftverschmutzung? Luftverschmutzungskarte. Na gut, klar, in der Industrie. Das bleibt nicht aus, aber das weht ja alles schön weg hier. Da oben so ein bisschen. Ich finde, da braucht man sich jetzt nicht so anstellen. Ich weiß nicht, kann ich hier vielleicht nochmal Natur... Da nochmal ein paar Bäume hinzimmern. Ich glaube, das hatte ich schon mal versucht, ne? Jetzt sage ich hier... Ich klicke hier einfach mal überall wild. Das was... Ja, doch, so ein paar Bäume entstehen. Aber auch nicht sonderlich viele. So, ich habe was gegen Luftverschmutzung getan. Bist du jetzt zufrieden damit? Nein. So, ich würde jetzt aber sagen, bevor ich euch jetzt hier noch weiter quäle, beende ich die Folge. Und damit wir gleich in der nächsten Folge dann die Stadt da drüben aufbauen kann, denn hier jetzt ewig hin und her zu gucken, das bringt ja dann auch nichts. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen kürzer ist, aber nützt ja so auch nichts, ne? Ansonsten einen schönen Tag noch.